Hallo Leute, ich habe heute ein neues Video für euch und zwar geht es mal wieder um meine Haare. Und zwar wie man sich eine richtig, richtig geile Lockenmähne machen kann mit einem Kletteisen. Und ich werde euch das wirklich Schritt für Schritt erklären, denn es ist doch nicht ganz so einfach, wie man manchmal denkt. Obwohl es irgendwie doch total einfach ist. Ja, ich weiß, ich widerspreche mir irgendwie. Aber manchmal kriegt man es einfach nicht hin, obwohl man weiß, wie es geht. Und wir legen jetzt am besten gleich mal los mit den Sachen, die wir dafür brauchen. Wir brauchen natürlich ein Kletteisen. Ich benutze ein GHD-Kletteisen. Ich habe das vom Cosmo Shop und ich bin wirklich super, super, super zufrieden, weil ich finde, dass meine Haare danach immer so richtig schön glänzen und gesund aussehen und irgendwie habe ich nicht gedacht, dass ein Kletteisen das hinkriegt und das hier kriegt es aber hin. Dann benutze ich meinen Tangle Teaser. Ihr könnt einfach eine ganz normale Haarbürste nehmen. Und so ein paar Abteilklammern. Ihr könnt dafür aber auch einfach ein Haargummi nehmen. Wir müssen nur damit ein paar Partien abstecken. Ich verlinke euch aber alle Produkte natürlich nochmal hier unten in der Infobox. Ich habe jetzt schon einen Hitzeschutz auf meine Haare gemacht. Und dann mache ich jetzt weiter, indem ich meine Haare richtig ordentlich durchbürste. Und dann teile ich so ein paar Partien ab. Und zwar mache ich jetzt erstmal alle Haare nach hinten und dann gehe ich so über meinen Ohren mit den Zeigefingern entlang und mache die Haare hier oben, wurschtel ich die einmal so zusammen, dass die mir einfach aus dem Weg sind und stecke die fest. Dann fange ich nämlich jetzt mit den Haaren hier unten an. Ich mache mein Kletteisen an, aber das ist wirklich innerhalb von Sekunden an. Ich lasse es jetzt mal aufheizen und dann mache ich mir die erste Strähne schon mal fertig. Ja, die ist vielleicht ein kleines bisschen groß. Machen wir die mal so groß und dann bürste ich sie einmal richtig durch. Und da ist mein Kletteisen auch schon heiß. Und dann setze ich das so von oben an. Oh, da ist ein Haar. Setze ich das hier von oben an und ich drehe dann die Locke nach außen. So, einmal rein. Jetzt drehe ich das Ganze nach außen und mache das am besten nicht so arg schnell, denn die Locke hält besser, je langsamer ihr das macht. Und dann ziehe ich das Kletteisen immer so ein bisschen nach unten und drehe es auch immer weiter so ein bisschen ein. Und ganz am Schluss gehe ich dann nochmal so ein bisschen hoch. Und dann lasse ich los. Aus. Ja, und schon habe ich meine erste süße Ringellocke. Und das machen wir jetzt mit dem ganzen Kopf. Ihr könnt übrigens, wenn ihr die Locke fertig habt, die auch noch so ein bisschen nach oben stecken und mit Haarspray fixieren und so. Aber ich mag es, wenn es ein bisschen natürlicher ist und die so leicht aushängen. Deswegen lasse ich die jetzt. Und dann mache ich die nächste. So, und da ist meine nächste Locke. Wenn ihr kürzere Haare habt, dann fangen die Locken auch weiter oben an, ne? Also ich locke wirklich von oben meine Haare, aber jetzt zirbelt sich das nur so ein bisschen, weil meine Haare sind halt sehr, sehr schwer. Deswegen hängen die sich direkt so ein bisschen raus. Aber das kann am Schluss auch ganz cool aussehen. So, dann teile ich mir das nochmal in so zwei Partien ab. Durchbürsten und das gleiche wieder. Hier müssen wir nur jetzt wieder drauf achten. Ich finde das ganz schön, weil das hier ist jetzt quasi auf der anderen Seite, dass ich hier wieder nach außen drehe und jetzt nicht quasi wieder in diese Richtung, sondern jetzt setze ich das Kletteisen an und mache es halt auf der Seite nach außen. Wenn ihr nicht wollt, dass die Locke sich so richtig schnell aushängt, wie es bei mir halt gleich der Fall ist bei so langen Haaren, dann haltet ihr die so einfach noch ein bisschen oder steckt die einfach so fest. Dann kann die ein bisschen abkühlen und dann hält die länger in dieser Position quasi. Dann ist die Locke so ein bisschen fester. Meine nächste Locke. Dann kommt jetzt auch schon die letzte Strähne dieser Haarpartie. Und dann machen wir genau das Gleiche. Jetzt mache ich die Haare hier oben auf und trenne mir die nochmal einfach ab. Nur so ganz grob. Und ich nehme jetzt erstmal die hinteren. Die lasse ich jetzt einfach mal hier zur Seite fallen. Und die hier stecke ich mir wieder irgendwie weg. Weil ich finde es immer ganz schön, wenn man die vorderen ganz am Schluss macht. So. Also wenn das jetzt nicht hübsch aussieht, ne? Weiß ich auch nicht. So, die gelockten Haare lasse ich hinten. Und die hier
teile ich so nach vorne ab. Dann bürste ich die natürlich wieder durch und teile mir die wieder in ein paar Partien ein. Und jetzt trennen wir die Partie hier wieder auf. Das sind halt jetzt die vorderen Haare, die muss man eigentlich am schönsten hängen kriegen, weil die vorne halt das ganze Gesicht umspielen. Dafür nehme ich mir jetzt erstmal hier so eine hintere Strähne und selbst die Strähne teile ich nochmal in zwei Strähnchen auf, damit die vorne wirklich schön definiert werden. So, und die vorderste Strähne. Wenn ihr hier vorne kürzere Strähnen habt als ich, dann sieht das jetzt richtig, richtig schön aus, weil bei mir sind die Haare vorne auch wieder eigentlich zu lang, weil es ist richtig, richtig schön, wenn die vorne einfach so auf Kinnlänge oder auf Augenhöhe einfach so ein bisschen nach hinten gehen und dann hier so, aber ja, vielleicht lasse ich mir vorne mal wieder so ein paar kurze Strähnchen schneiden. Das heißt kurze Strähnchen, so ein paar halt. Aber so sieht eine Seite jetzt schon, ja, fertig gelockt aus, aber wir stylen danach noch ein bisschen. Aber die hier müssen natürlich noch ran. So, wichtig ist wirklich bei den vorderen Strähnen, dass ihr immer nach außen lockt. Sieht halt einfach schöner aus. Ihr könnt natürlich auch nach innen locken, aber nach außen sieht schöner aus. Also wenn das nicht eine schöne Locke ist, ne Leute, dann weiß ich auch nicht. Guck mal, wie die springt. Letzte Strähne. Man kann die Haare jetzt natürlich so lassen und ein bisschen Haarspray drauf und gut ist. Man kann sich auch hier zwischendrin einfach noch ein paar Löckchen machen. Was ich jetzt aber nicht mache, weil ich es so eigentlich richtig, richtig schön finde. Was ich aber noch mache, ist das Ganze mit Haarspray zu fixieren und ein bisschen mehr Fülle auch dadurch reinzukriegen. Ich mache erstmal mein Glätteisen wieder aus. Wobei, das ist richtig geil. Wenn ich das eine halbe Stunde nicht benutze, dann geht das automatisch aus. Habe ich in der Gebrauchsanweisung gelesen, das wusste ich jetzt wirklich nicht. Und dann nehme ich mir das Haarspray und sprühe mir das hier in die Löckchen. So, und jetzt einmal kopfüber. Also wenn das nicht eine schicke Mähne ist, ne? Leute, dann weiß ich auch nicht. Ich finde es richtig, richtig schön. Ihr könnt natürlich hier oben auch ein bisschen tupieren. Muss man nicht, bin ich kein Fan von, weil es total die Haare kaputt macht. Bis zum nächsten Video. Ciao!